So, weiter geht's mit der Sette Corsa an diesem Mittwoch und damit herzlich willkommen zurück. Und wir fangen an mit 1-2-Fahren, Newbies Cup 1, Novice Cup. Und ja, das probieren wir so einfach. Genau. Wir fahren mit einem neuen Auto an, Giulietta QV Magione. Das ist das, was uns zumindest als nächstes im Haus ansteht. Gucken wir mal. Und dann fahren wir rein auf eine neue Strecke. Das dürfte eine neue Strecke sein. Also, die Aufgabe ist auf jeden Fall, die Zeit nicht auf Null zu bringen. Ein bisschen zu fahren, ein bisschen die Strecke kennenzulernen. Weil in der nächsten Folge geht es an ein Rennen wieder mal. Und ihr habt ja gestern gesehen, wie es am Ende ausging. Ich muss die Strecke jetzt mal ein bisschen kennenlernen. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir hier nicht so weit rausgehen immer. Da ich ja ohne Bremshilfe fahre hier. Ich weiß nicht, wie die Checkpoints gesetzt sind, ob das pro Runde ist. Ja, das, es gibt tatsächlich diesen einen Checkpoint nur. 120 Punkte. Ich weiß nicht, wie viel wir holen. Wie viel holen wir, müssen, um auf Gold zu fahren? 2500, okay. Ach ja, Zweifel bremste dann halt mal kurz an und dann sagt der Spiel, hab nach vorne lieber. Ach komm, komm, was ein Knick. Aber die gibt es so einen Checkpoint. Das heißt, du musst hier mindestens 10, 12 Runden düsen. Das hat richtig Zeit gekostet, auf jeden Fall. Wenn du wirklich noch pro Runde 120 Punkte bekommst, dann kannst du mal ausrechnen, wie viele Punkte pro Runde. Es gibt 79 Punkte. Geil! Kriegst du gar nichts auf die Reihe. Wenn man dann auswählen nur Checkpoints gab zwischendurch, wo du dann noch ein bisschen zwischendurch sammeln konntest, das dauert halt hier jetzt alles. Wir haben nicht minus 255 Punkte. Ah, jetzt gibt es ein paar mehr Punkte. Okay. Da bin ich ziemlich froh, dass es nicht immer nur diese 120 Punkte pro Runde gibt. Klar, es gibt natürlich mehr Punkte, umso schneller wir die Runde absolvieren oder so fehlerfrei. Mal gucken. Also ich sag 2.500 Punkte, 2.000 Punkte brauchen wir jetzt noch. So, dass wir mal Glück haben, das sind 3-4 Ründchen. Ja klar, das ist natürlich jetzt alles ja erstmal nur ein bisschen reinkommen, ne? So, die Frage ist, wie viele Punkte gibt es jetzt nochmal? Nochmal 800, ja, sehr gut. Uns fehlen noch dann vermutlich 2 Ründchen, damit wir hier weiterkommen. Also, es kann auch mal passieren, dass wir längere Folgen haben, wir sind eine Folge, da haben wir ja 25 Minuten etwas gehabt, etwas mehr, 25 Minuten knapp. Davor hatten wir dann so 12 Minütchen. Mal gucken, wie viel wir heute haben. Es kann auch passieren, dass wir wieder nur so 10 Minuten Folgen haben, was bei Grid auch sehr oft passiert ist. Da müssen wir ein bisschen da unten auf den Sprit achten, ne? Wir haben ja Sprit verbraucht, ne? Also, so ganz ewig können wir nämlich nicht fahren.
deswegen Sprit geht natürlich, glaube ich, jetzt nach der Runde ein bisschen runter. So, eine Runde noch, dann haben wir es. Wenn wir die uns noch sauber zur Runde fahren, dann müssen wir das Ding durchhauen. Und in der nächsten Folge gibt es dann wieder ein kleines Rennen. Jetzt haben wir erstmal dieses Zeitfahren hier zu Ende. Jetzt haben wir 3000 Punkte. Also das Ding auf Gold haben wir schon mal safe. Ja, so ein, zwei Ründchen fahre ich noch. Damit war nicht die Folge so kurz haben. Ja, und das sind dann mal ganz viele Punkte, die aber mal wechseln. 800 Punkte sind jetzt gerade abgezogen worden für das zu weit herauskommen. Das könnte tatsächlich sogar die Zeit gekostet haben. Ich dachte mir, ja, fast so ein, zwei Ründchen lassen, dann ist es spannend. Naja, die nimmt uns nämlich weg, 3,5 Leute nämlich. Und jetzt haben wir nur noch 2,2600, aber 2500 brauchen wir, um hier auf Gold zuzumachen. Zeit ist sogar abgelaufen. Damit haben wir das Ding auf Gold. Trotzdem. Gut, passt. Alles gut. Nicht tragisch. Damit haben wir den nächsten Teil auf Gold erreicht. Wir haben ein Rennen auf Gold. Wir haben das Ding auf Gold. Das ist immer gut. Serienmedaillen. So, das haben wir dann irgendwann erst in der nächsten. So, was nächstes jetzt ansteht, jetzt haben wir nochmal ein schnelles Rennen und dann haben wir nochmal ein Zeitfahren. Und hier ist aber erst einmal, um auf Gold zu fahren. Und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Aber Assetto Corsa, dann zum Abschluss der Woche. Aber wie gesagt, ich nehme es halt so jetzt erstmal, wie es gerade kommt. Sind halt dann manchmal das längere Folgen, manchmal das kürzere Folgen. Aber dann passt das auch so. Dann muss ich mich nicht komplett durch die Dings durchquälen, sonst passt das mit den Folgen einfach von der Länge her nicht. Weil dann haben wir so 2 Stunden Folgen und das ist dann einfach ein bisschen zu lange. Gerade wenn ich in der Menge aufnehmen will, wie ich das immer mache. Ich mache jetzt immer wieder 4, 5 Folgen. Gerade jetzt an dem ersten Tag mache ich dann jetzt immer 5 Folgen und dann mache ich dann 4 Folgen hinterher. Da bin ich dann immer ein bisschen reinkommen. Da kann ich mich, weiß ich, dass man Zeitplan heißt, montags auf jeden Fall ist heute Corsa aufnehmen. Gut, das würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns wieder morgen mit dem Rennen. Bis dahin und tschüss.